So, ich möchte Ihnen nochmal GeoGebra als Werkzeug vorstellen, was ein wirklich sehr mächtiges Werkzeug ist, was die ja, interaktive Behandlung von Mathematik anbelangt. Ja? Also, GeoGebra ist ein Werkzeug, das von Grund auf zunächst mal ein dynamisches Geometriesystem ist. Ja? Was ist ein dynamisches Geometriesystem? Sie können mit einem dynamischen Geometriesystem geometrische Konstruktionen anfertigen, die Sie verändern können. Also machen wir mal ein Beispiel hier. Hier oben hat man verschiedene Werkzeuge. Ne? Ich klicke mal hier drauf, da kann man mit zwei Punkten beispielsweise eine Gerade konstruieren. Okay? Und jetzt kann man hier, das kann man auch an der Tafel machen, auf dem Papier. Ne? Das Besondere an einem dynamischen Geometriesystem ist, dass man jetzt anschließend die Konstruktion dynamisch verändern kann. Man kann die verändern, dadurch, dass man Objekte greift, hier mit dem Pfeil und zieht. Ja, also kann jetzt hier schön meine geometrische Konstruktion verändern. Das ist natürlich jetzt eine Mini-Konstruktion, ne? Aber um es zu verdeutlichen, worum es geht. Ich habe jetzt hier zwei unabhängige Objekte, A und B, konstruiert. Und ein davon abhängiges Objekt, die Gerade. Ich kann jetzt nicht die Gerade verschieben und die Punkte bleiben am Ort oder so, sondern die Gerade ist abhängig von den beiden Punkten. Das heißt, wenn ich jetzt hier die beiden Punkte verschiebe, dann ändert sich die Gerade mit. Okay, jetzt kann ich da natürlich verschiedene Konstruktionen anfertigen, ne? Ich mache mal ein Beispiel, so ein ganz typisches Beispiel aus der Geometrie. Thaleskreis. Ah, okay. Sie fragen jetzt schon hier nach links. Da wollte ich noch gar nicht drauf eingehen. Okay. Sie sehen hier jetzt in der GeoGebra als Beispiel oder als spezielles dynamisches Geometriesystem, dass Sie hier links auch noch automatisch die Koordinaten haben. Ja, Sie haben also hier in dem Algebra-Teil auf der linken Seite die entsprechenden Werte der Objekte, die Sie konstruiert haben. Das heißt, Sie sehen jetzt hier, wenn ich A verändere, ändert sich A mit. So, jetzt ist die Frage gewesen bei der Geraden klein a, die Gerade hat den Namen klein a, okay, was soll denn dieser komische Wert hier hinten bedeuten? Ja? Ah ja, das ist eine andere Geradendarstellung. Ne? Wenn ich jetzt hier in der rechten Maustaste hinschaue, dann sieht man, ich könnte mir jetzt hier diese Darstellung anzeigen lassen. So, AY ist gleich 0,11x plus 2,24. Das ist die Art Geradendarstellung, wie man sie üblicherweise kennt. Ja? Man kann sich aber Parameterdarstellung, nee, man kann sich aber auch die Gleichung folgendermaßen angeben lassen mit AX plus BY gleich C. Das ist einfach eine andere Art der Darstellung einer Gerade. Ja? Sie können beliebige XY-Werte nehmen, hier einsetzen und für alle XY-Werte gilt auf der Geraden, dass wenn Sie sie hier einsetzen und zusammenrechnen, 11,64 rauskommt. In dem konkreten Beispiel. Das ist einfach eine andere Form der Geradendarstellung. Sie können die eine in die andere überführen, indem Sie jetzt hier auf beiden Seiten minus 5,2y rechnen, ne? 11,64 auf die andere Seite holen, durch 5,2 teilen. Dann kriegen Sie die übliche Darstellung mit Steigung und y-Achsenabschnitt. Okay. So, also Sie haben hier die Möglichkeit, Objekte zu konstruieren und außerdem sehen Sie hier links die entsprechenden Werte. So, jetzt können Sie hier oben, um das Tool mal ein bisschen vorzustellen, hier oben auch so etwas auswählen wie beispielsweise, hier gibt es verschiedene Werkzeuge, wenn man auf den Pfeil hier klickt, gibt es noch verwandte Werkzeuge zu dem oben, also hier haben wir die Punktwerkzeuge, da können wir beispielsweise auch den Mittelpunkt konstruieren. Und wenn ich jetzt hier auf Punkt A klicke und Punkt B klicke, dann haben wir auf einmal den Mittelpunkt C. Und das Schöne ist, einerseits, es wird gleich hier die Koordinaten für C mit angezeigt. Und wenn ich jetzt A verändere, dann verändern sich die Koordinaten von C auch gleich mit. Das heißt, man hat hier ein sehr schönes Tool, mit dem man, auch wenn man zum Beispiel außerhalb von GeoGebra mal was gerechnet hat, überprüfen kann, ob man richtig gerechnet hat. Ne?
So, C kann ich jetzt natürlich nicht verändern, weil C abhängig ist von A und B. C ist ja der Mittelpunkt von A und B. Aber der verändert sich immer dynamisch mit. Jetzt habe ich hier noch weitere Werkzeuge, Geradenwerkzeuge. Ich kann eine Gerade konstruieren oder eine Strecke. Oder hier eine senkrechte Gerade zu irgendwas, eine parallele Gerade, eine mittelsenkrechte, winkelhalbierende und so weiter. Oder hier Kreise. Ich kann zum Beispiel konstruieren einen Kreis mit Mittelpunkt durch Punkt. Kreis mit Mittelpunkt durch Punkt. So. Na, weil C jetzt der Mittelpunkt von A und B ist, geht der Kreis jetzt nicht nur durch B, sondern auch durch A. So. Kann man sich mal von überzeugen, dass es jetzt auch weiterhin so funktioniert. Okay. Und jetzt sehen Sie hier gleich auch eine Gleichung, die den Kreis repräsentiert. Alle Punkte XY auf dem Kreis erfüllen diese Gleichung. Okay, so. Jetzt kann ich auch Folgendes machen. Ich setze hier mal einen Punkt auf die Kreislinie drauf. So. Ich habe einfach einen Punkt genommen, auf die Kreislinie gesetzt. Und wenn ich jetzt hier mit dem Pfeil wieder den Punkt bewege, dann macht er genau das, was ich intendiert habe, nämlich auf der Kreislinie zu bleiben. Man sieht jetzt hier links auch D, die Koordinaten ändern sich parallel mit. So. Das ist aber erstmal in unserem Fall jetzt hier nicht interessant. Ich konstruiere mal ein Dreieck, indem ich hier jetzt eine Strecke konstruiere. Okay. So. Was wissen wir denn über den Winkel oben bei D? Ja? Der müsste immer 90 Grad sein. Ne? Wissen wir, Thaleskreis kennt man. Jetzt können wir uns auch hier mal davon überzeugen, dass das wirklich so ist, indem wir einen Winkel markieren, wähle drei Punkte oder zwei Geraden, das ist jetzt nicht ganz korrekt, ich wähle hier mal zwei Strecken aus. Ja. So. Jetzt steht hier oben der Winkel 90 Grad und jetzt kann man sich davon überzeugen, dass der wirklich 90 Grad ist, indem man jetzt hier den Punkt D verschiebt und sieht, aha, der Winkel bleibt 90 Grad. Ja. Alpha hier links ist gleich 90 Grad. Sie können also hier mit GeoGebra eine dynamische Konstruktion erzeugen, eine geometrische Konstruktion, die Sie dynamisch verändern können und beispielsweise auf sogenannte Invarianten untersuchen. Invarianten heißt, was bleibt gleich, wenn ich was ändere? Und das ist also ein Werkzeug, das auch insbesondere für die Schule geeignet ist, um Schüler beispielsweise Invarianten entdecken zu lassen. Ja, hier sowas zu konstruieren, zu schauen, was passiert denn mit dem Winkel oben? Untersuch mal und verändere jetzt nochmal das Dreieck. Vielleicht ist es ja nur bei diesem Dreieck der Fall. Wie sieht es denn bei diesem aus und bei diesem und bei diesem? Hm, na, und da kann man feststellen, das ist immer so. Ja? Das ist immer, ist der Winkel da oben 90 Grad. Das ist natürlich noch kein Beweis, ja, sondern man kann sich jetzt hier nur von endlich vielen Fällen überzeugen, dass etwas der Fall ist. Oder man kann entdecken, dass das der Fall ist und muss dann nochmal separat überlegen, warum das denn der Fall ist. Aber vielleicht kann einem auch das Verändern dieser Konstruktion dabei helfen, zu überlegen oder herauszufinden, warum das so ist. Okay, das ist so die Grundfunktionalität von GeoGebra. Jetzt hat GeoGebra aber noch andere sehr nette Features, die ich jetzt nicht alle vorstellen will, sondern wir sind ja immer noch im Bereich Funktionen. Und GeoGebra hat die Möglichkeit, auch reelle Funktionen relativ einfach anzeigen zu lassen. Und zwar gibt es hier unten einen Eingabeteil. Also Eingabe hier unten. Ne? Ich kann jetzt hier unten beispielsweise Folgendes sagen. F von x ist gleich, man gibt es jetzt genauso ein, wie man sich das irgendwie überlegt. Ne? X hoch 2. Mit so einem Dach ist es ja häufig so. Ne? Exponent mit so einem Dächelchen. So. Hier sieht man hier links, f von x ist gleich x Quadrat. Und hier rechts hat man den Funktionsgraphen. Das Schöne an GeoGebra jetzt wiederum ist, dass dieser Funktionsgraph tatsächlich eine geometrische Repräsentation ist, die man verarbeiten kann mit anderen geometrischen Konstruktionen. Also beispielsweise könnte ich jetzt Folgendes machen. Einen Punkt hier auf den Funktionsgraphen setzen, der genau das macht, was man sich so vorstellt, ne, sondern er wandert jetzt hier auf dem Graphen entlang. Na, ich arbeite jetzt im Geometrischen. Also ich habe jetzt einen Punkt auf den Graphen gesetzt und den kann ich hier bewegen. Okay, und ich sehe hier links die Koordinaten des Punktes. Was ich also machen kann, ist doch hier ganz einfach mir Koordinaten eines Punktes
auf den Funktionsgraphen ausgeben lassen. Ich weiß jetzt also den Funktionswert von 1,62, der ist 2,62. Ne? Okay. Was ich auch machen kann, ist beispielsweise eine Gerade nehmen oder eine parallele Gerade erzeugen durch diesen Punkt zu der Y-Achse. Jetzt hätte ich hier, na, eine parallele Gerade zur Y-Achse konstruiert, die sich mitbewegt. Ne? So. Ich will eigentlich was anderes. Moment, ich lösche das jetzt mal. Ich lösche auch den mal. So. Ich kann mir auch hier unten einen Punkt auf die X-Achse setzen. So, der wandert dann auf der X-Achse entlang. So. Und jetzt mache ich nochmal die parallele Gerade. Parallele Gerade durch diesen Punkt zur Y-Achse. So. Okay, jetzt kann ich hier diese Gerade verschieben. Ne? Kann die Gerade verschieben und jetzt kann ich beispielsweise auch mir den Schnittpunkt ausgeben lassen, dieser Geraden und des Funktionsgraphen. Das heißt, ich kann jetzt den Funktionsgraphen auch mit allen möglichen anderen geometrischen Objekten schneiden. So. Okay. Jetzt nehmen wir mal diese Konstruktion her. Und überlegen mal, wann ist eine geometrische Kurve ein Funktionsgraph? Ein Graph einer Funktion. Wenn ich diese Gerade hier verschiebe, ich habe hier eine Kurve gegeben, ja? Wann ist denn die Kurve ein Funktionsgraph? Können Sie mal ein Kriterium angeben, das sozusagen den Schnittpunkt mit berücksichtigt? Wann handelt es sich um einen Funktionsgraph? Ja? Genau. Wenn der Funktionsgraph und die Gerade genau einen Schnittpunkt haben, egal an welcher Stelle sich die Gerade befindet. Ja? Ich habe ja eine parallele Gerade zur Y-Achse und die darf exakt nur einen Schnittpunkt haben. Warum? Was wäre der Fall, wenn die Gerade zwei Schnittpunkte hätte? Ja? Ja, genau, die Rechtseindeutigkeit wäre verletzt, aber Sie müssen aufpassen, nicht die Rechtseindeutigkeit bei der, gut, doch, die Rechtseindeutigkeit bei der Relation ist verletzt, deswegen ist es keine Funktion. So, genau. Was wäre der Fall, wenn er an einer Stelle, wenn die Gerade an einer Stelle keinen Schnittpunkt hätte mit dem Graphen? Was wäre dann verletzt? Ja? Dann wäre die Linkstotalität verletzt, genau. Ja? Wenn man beispielsweise folgende Kurve hat, so, und ich berechne mal, haben wir hier so eine Kurve, das ist ja auch eine Kurve, ne? Eine geometrische Kurve. So, wenn wir jetzt hier den Schnittpunkt berechnen der Geraden und des Kreises, na, Schnittpunkt, schneide zwei Objekte, Gerade und Kreis, so. Der Kreis ist kein Funktionsgraph, nicht Graph einer Funktion. Wenn ich jetzt von R nach R gehe. Denn hier, an diesen Stellen hier, wenn ich hier die Stellen auswähle, jo, ne, zum Beispiel 2, dann gibt es 2 Schnittpunkte mit dieser Geraden. Das heißt, der Graph oder die Funktion ist nicht, die Relation ist nicht rechtseindeutig. Für dieses A gibt es 2 rechte Elemente, 2 Y-Werte für diesen X-Wert. So, wenn ich jetzt hier rauswandere, na, rauswandere, dann gibt es gar keinen Schnittpunkt, damit ist die Linkstotalität verletzt. Okay, also das ist kein Funktionsgraph. Okay, machen wir das mal wieder weg.
Ja? Ja, da kann man auch ranzoomen. So einfach mit dem Mausrad scrollen, ne? Beziehungsweise hier oben, also mit diesem Kreuz hier oben, kann man sich ein bisschen hier auf der Ebene bewegen und damit kann man auch vergrößern und verkleinern. So, ich lösche das nochmal. Jetzt überlegen wir uns nochmal die anderen Eigenschaften. So, ja? Genau. Sehr gute Frage. Was ist denn mit Funktionen, die Polstellen haben oder Lücken oder sowas, ne? Also wo man bestimmte x-Werte nicht einsetzen darf? 1 durch x zum Beispiel. Was macht man damit? Was passiert da? Ja? Genau. Ich muss den Definitionsbereich einschränken, damit es eine Funktion wird. Das heißt, der Definitionsbereich darf diese Werte nicht enthalten. Deswegen nimmt man aus d, sagt man dann, der Definitionsbereich d ist r ohne, Entschuldigung, r ohne 0 beispielsweise. Genau, damit man überhaupt über dieses Objekt als Funktion sprechen darf. Genau. So, jetzt machen wir nochmal die Funktion f von x gleich x Quadrat. Jetzt wollen wir mal auf Injektivität und Surjektivität testen. Hat jemand von Ihnen eine Idee, wie man das machen kann? Mit dem ähnlichen Verfahren wie gerade mit der Geraden, die wir hier verschoben haben. Wir haben gerade mit der Geraden getestet, ob die Kurve genau einen Schnittpunkt mit der Geraden hat, egal wo die Gerade sich befindet. Was können wir jetzt hier machen? Ja? Eine Gerade zur x-Achse? Eine Gerade parallel zur x-Achse, genau. So. Okay, und jetzt machen wir die Schnittpunkte von der Geraden und der Kurve, ne? So. So. Und jetzt können wir den Punkt so verschieben, ne? So, woran sieht man jetzt, dass der Graph nicht injektiv ist? Genau, dass man hier zwei Schnittpunkte hat, ne? Der ist nicht injektiv, das heißt nicht links eindeutig. Ne? Für diesen y-Wert hier, auf dem sich gerade a befindet, also beispielsweise hier der y-Wert 3, ne? Für den gibt es zwei x-Werte. Der wird hier an zwei x-Werten eingenommen. Das heißt, es gibt zwei Schnittpunkte mit dieser Geraden. Dieser Graph ist nicht injektiv. Und er ist auch nicht surjektiv, ne? Weil hier unten gibt es gar keinen Schnittpunkt mit dem Funktionsgraphen. Wenn ich jetzt eine andere Funktion habe, f von x, nennen wir sie g von x, oder was passiert jetzt eigentlich, wenn ich hier f von x eingebe? Wenn ich das jetzt ändere, schauen wir mal. F von x gleich x hoch 3. Ah, dann ändert er das einfach. Toll. Okay. So, f von x gleich x hoch 3. Ne? Hier sieht man jetzt, egal wo sich die Parallele zur x-Achse befindet, es gibt immer exakt einen Schnittpunkt. Wenn das der Fall ist und die Kurve schon eine Funktion war, ne, dann habe ich eine injektive und surjektive Funktion. Es gibt überall exakt genau einen Schnittpunkt dieser Parallelen zur x-Achse und des Funktionsgraphen. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn man jetzt das Ganze spiegelt, ne, dann spiegelt man ja den Funktionsgraphen und die Parallele zur x-Achse wird gespiegelt. Und wenn ich eine Parallele zur x-Achse spiegle, also hier an der Diagonalen spiegle, an der hier, wenn ich an dieser Achse hier spiegle, dann wird was aus der Parallelen zur x-Achse? Ja?
dann wird eine Parallele zur y-Achse draus. Genau. Wenn ich also eine injektive und surjektive Funktion habe, ja, die exakt einen Schnittpunkt hat mit dieser Parallelen zur x-Achse, egal wo ich sie hinschiebe, und das Ganze spiegle, dann entsteht daraus ein Funktionsgraph, der exakt einen Schnittpunkt mit einer Parallelen zur y-Achse hat, egal wohin ich sie verschiebe. Und das war ja die Voraussetzung dafür, dass es sich um eine Funktion handelt. Also ich brauche eine injektive und surjektive Funktion, damit, wenn ich den Funktionsgraph spiegle, eben dieses Kriterium weiterhin erfüllt ist und das dann auch eine Kurve ist, die ein Funktionsgraph ist. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich hier spiegeln kann. Es gibt auch Spiegeln hier. Spiegle Objekt an Gerade. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob er das als Gerade interpretiert. Schauen wir mal. Spiegle das Objekt hier an der Geraden da. Ich glaube, das ist keine Gerade für ihn. Machen wir mal eine Gerade draus. Moment. Wie kann man das machen? Ich setze mal zwei Punkte hier drauf. Ziehe eine Gerade durch, dann habe ich tatsächlich eine Gerade. Die sieht man jetzt allerdings nicht. So, jetzt mache ich, jetzt lösche ich mein Haar vielleicht, brauche ich nicht mehr. Oh, dann löscht sich alles weg. Ah, Mist. So, okay. Ich versuche jetzt nochmal an der Geraden zu spiegeln. Und zwar das Objekt an Gerade. Ja, sieht man hier schön, das kann man vielleicht mal eine andere Farbe geben, das geht auch hier. Genau, Eigenschaften. So, Farbe, machen wir es mal, egal. So, sieht man schön, wie der gespiegelte Funktionsgraph aussieht. Und jetzt kann ich auch Folgendes machen. Pass auf, ich spiegle jetzt diese Gerade hier an der Geraden. Und jetzt kann ich ja hier den Schnittpunkt mal nehmen, Schnittpunkt zwischen dieser Gerade und diesem Funktionsgraphen. Ah, das kriegt er nicht hin. Ah, warum eigentlich nicht? Ja, okay. Das funktioniert jetzt hier nicht. Aber ich kann, wenn ich jetzt hier diese gerade verschiebe, verschiebt die andere automatisch mit, weil die ja abhängig war, ne? Die wurde ja gespiegelt. Und ich sehe jetzt auch, dass die andere Gerade exakt einen Schnittpunkt hat, jeweils mit dem Funktionsgraphen. Und damit handelt es sich bei dem Funktionsgraphen auch um eine Funktion. Also, das war jetzt blöd von der Formulierung her. Hat exakt einen Schnittpunkt mit der Kurve hier, egal wo sich diese Gerade hier befindet. Also handelt es sich bei der Kurve auch dann entsprechend um einen Funktionsgraphen, beziehungsweise das ganze Ding um eine Funktion. Okay, so, auch hiermit kann man schön rumbasteln. Also wenn Sie einfach mal ein bisschen Zeit haben und spielen wollen, laden Sie GeoGebra runter, kostet auch nichts, ne? Kann man einfach runterladen, kann man immer wieder verwenden. Also egal, wo Sie sich in der Mathematik befinden eigentlich, Sie können dieses Ding immer verwenden, ja? Oder oft verwenden, gerade um sich was zu veranschaulichen und um Sachverhalte zu untersuchen, insbesondere mit dem Zugmodus. Okay.